So, ich glaube, das passt. Ja, setz dich doch erstmal hin. Ich muss ja erstmal gucken, ob Bild scharf gestellt ist und alles. Mach das so? Mach das Mikrofon mal richtig. Oh, hab ich vergessen. Mikrofone dran, nicht richtig. Mann, ey. Ja, ist ja gut. Neue Staffel, da muss man auch ein bisschen gucken, dass hier alles ordentlich ist, ne? Haare passt auf, sieht auch ganz gut aus. Ja. Alles wunderbar, klasse. Ja. Du musst das hier schon wieder alles alleine machen? Nee, ich glaube, ich komme diesmal dazu. Das kann ja so nicht sein. Du musst ja halt alles alleine machen. Chris hat alleine auf keiner auf die Reihe. So. Ich komme jetzt auch mal hinzu. Ich habe mir auch mal ein Mikrofon mit dran gemacht, direkt schon eben. Was ist das denn? Ach Gott, gibt es ja denn? Was machst du denn hier? Ja, ich lasse euch den Spaß hier doch nicht alleine machen. Das geht ja gar nicht. Das ist ja schön. Komm mal, bin ich mit. Ja. Ja. Dann machen wir, diesmal zu dritt, weil ich glaube, neue Staffel und dann ist das, glaube ich, besser, wenn wir diesmal alles zusammen machen. Ne? Gemeinsam. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Tun wir mal die Staffel starten. Wo ist denn jetzt schon wieder die Fernbedienung? So, jetzt aber Cut. Hoch oben auf einem Berg, umgeben von Wäldern und Wanderwegen, findet man dieser Tage die Überreste einer einst wunderschönen Hotelanlage. Ursprünglich errichtete man hier aufgrund der einzigartigen und wilden Landschaft ein Pavillon mit großer Terrasse. Doch schnell erkannte man das Potenzial der Anlage und der Pavillon musste für ein Restaurantgebäude weichen, welches 1900 eröffnet wurde. Die neuen Eigentümer modernisierten das Gebäude und hinzu kamen 17 Schlafmöglichkeiten, eine Kegelbahn und ein geräumiger Saal, der Platz für 1000 Gäste bot. In dieser Größe war der Betrieb bald ein Dorn im Auge diverser Neider und Behörden, was letzten Endes dazu führte, dass er im Jahre 1970 geschlossen wurde. Und trotz verschiedener Pläne, wie zum Beispiel ein Seniorenheim oder ein Neurodermitis-Zentrum, scheiterte der Versuch, dem Bauwerk noch einmal Leben einzuhauchen. Dem Wetter zum Trotze und fasziniert von den Erzählungen des Ortes, der heute nur noch eine Ruine ist, beschloss das Team der Grenzlichter, dort eine Untersuchung durchzuführen. Eine Nacht, die sie so schnell nicht vergessen werden. Denn die Nerven von jedem Mitglied wurden hier radikal auf die Probe gestellt. Ist da irgendwas eingestürzt? 100%. Thank you.
tolles Wetter ausgesucht. Ein richtig tolles Wetter. Ein bisschen Gewitter, ein bisschen Starkregen, ein bisschen Wind. Von allem etwas. Und ja, schauen wir mal. Ja, ist auch zum ersten Mal, dass wir jetzt hier irgendwie mit Gewitter eine Untersuchung machen. Ja. Ja, ich habe es ja schon gesagt, wir haben uns jetzt nicht wirklich das beste Wetter ausgesucht. Aber es ist auch eine ganz interessante Location hier, wo wir auch schon immer hin wollten. Und es hat irgendwie ja nie so ganz funktioniert, muss ich wirklich sagen. Aber jetzt haben wir es endlich mal geschafft, ja, hier hinzukommen. Ist auch relativ groß. Wobei vieles auch schon durch die Witterung kaputt gegangen ist. Ja, wie immer, wir gehen jetzt einfach nochmal kurz Step by Step nochmal alles durch, damit wir genau schauen, wo können wir was machen, wo können wir was nicht machen, weil wir müssen hier auch wieder schwer aufpassen, es ist ja einige Sachen sehr einsturzgefährdend. Und, aber wir haben trotzdem ein paar schöne Plätze hier, wo wir auf jeden Fall was machen können. Und dann schauen wir einfach mal. Wir gehen jetzt gerade nochmal einfach Step by Step alles durch. Und guck mal, dass wir, also wir werden uns auf jeden Fall heute aufteilen, wieder komplett zu dritt. Wie gesagt, auch die Walkie Talkies wieder dabei. Ja. Und dann teilen wir uns auf jeden Fall heute wieder auf. Ja. Ja. Bella, ne, ist auch wieder dabei. Ja, Bella. Achtung. Na gut, dann. Jetzt nur mal schauen, wo wir am besten hergehen, weil. Es regnet mittlerweile so extrem draußen. Ja, hier wäre auch noch möglich, ne? Ist der Wind? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ja, ist jetzt echt blöd, dass es jetzt so stark am Wind ist. Ja, ich glaube, wir müssen echt mal warten. Echt blöd jetzt, weil so können wir jetzt auch nicht wirklich rausgehen. Sonst bauen uns vielleicht wirklich die ganzen Kameras hier kaputt. Ja. Schaffst du es? Ja, ich denke schon. Gewitter dreht sich die ganze Zeit. Aber wie sagt man so schön, es gibt für alles ein erstes Mal. Irgendwie. Also hatten wir so auch noch nicht gehabt. Eine Untersuchung bei Gewitter. Nur es dreht sich halt die ganze Zeit. Es kommt und geht wieder. Ja, und so können wir halt definitiv jetzt nicht mit dem Klima rausgehen. Das sind die Regentropfen. Wo sind die jetzt denn hier? Nein, das ist so laut. Ja, okay. Vom Dachboden, oh, wahrscheinlich. Von da oben. Denke ich mal. Ja, ja, gut, das ist auch alles nass. Ja, ja, das tropft hier rein. Ihr könnt ja gerade dann hier warten und dann gucke ich einfach nochmal da drüben gerade gleich. Ja. Das hört sich echt übel an, so. Ja, wir warten jetzt mal gerade ein bisschen. No? Okay. Ja, war wieder eine sehr gelungene Aktion. Die ursprüngliche Location, wo wir hin wollten, die hat... Da konnten wir nicht, mussten wir umdrehen, die mussten wir verlassen. Da saßen gefühlt 20 Leute, die waren da am Grillen und haben ihr Bierchen getrunken.
Und dann kam diese Unwetterwarnung, von wegen, die Leute sollen ihre Fenster und Türen bitte geschlossen halten. Dann hatten wir nichts Besseres zu tun, als die Location aufzusuchen, wo wir alle ewig schon hin wollten. Und ja, kommen da an und es schüttet wirklich wie aus Eimern. Wirklich. Oh, ja. Oh. Ja, du hattest ja schon eigentlich keinen Bock mehr gehabt, ne? Ne, ja. Da war noch alles gut. Da ja. War, ja, ja, da war ich noch eigentlich sehr, sehr euphorisch. Hat sich irgendwie dann ein bisschen schnell geändert. Ja. Ne? Ja, gut, was soll man sagen, ne? Ich meine, Gewitter, ne, haben wir so auch noch nicht erlebt. Trotz Unwetterwarnung, wo andere Leute ihre Türen und Fenster schließen sollten, haben wir nichts Besseres zu tun gehabt, als da eine Untersuchung durchzuführen, ne? Wir haben, ja, was soll man sagen, wir haben Gewitter und Regen abgewartet, bis wir dann irgendwann da mal starten konnten. Ne? Damit ihr beide da nicht in die Feuchtigkeit raus müsst, ja, habe ich mich dann da mal bereit erklärt, alleine mit der Kamera loszuziehen, damit wir wenigstens ja, euch ein bisschen die Aufnahmen zeigen können, wo man was machen kann und wo nicht. Du, Sarah! Ja! Ja! Gib mir mal bitte ein Walkie-Talkie. Mach die mal bitte an. Ich geh jetzt in die Höhle des Löwen. Viel Spaß. Ich geh jetzt schauen. Also wenn du merkst, dass der Regen zu viel ist, gell? Ja, weil ich... Denk immer an die Kamera, nicht das, was du kannst, sondern an die Kamera, ne? Also ich soll dann eher die Kamera in Schutz bringen und ich bleib im Regen stehen. Ja, Regen tut dir nichts. Du bist nicht aus Zucker. Das weiß man nicht so genau, ob ich jetzt aussehe wie Zucker. René, so süß bist du jetzt auch wieder nicht. Oh. Okay, also die Sarah lassen wir dann gleich hinten alleine im Raum. Und ich würde dann ehrlich gesagt sagen, dass wir dann auch die Tür zumachen mit Riegel. Ja, machen wir so. Okay. Hörst du mich? Nö. Ja, ich höre dich auch nicht. Ja, der Spaß muss ja manchmal auch dabei sein. Gerade zum, ne, es ist ja mal wieder ein neuer Staffelstart und da kann ja natürlich nicht immer alles perfekt laufen. War ja wieder klar, typisch wieder bei Grenzlichter, kann ja nicht automatisch laufen. Okay, ich geh mal los. Auf, ne? Wenn ihr Lust habt, kann ja einer noch die andere Kamera sogar noch mit anmachen, ja, wenn ihr Bock habt. Mit in der Hand halten zum Beispiel. Na, wir quatschen lieber. Ihr werdet beobachtet von da, ne? Da ist eine Kamera. Ich lasse sie komplett laufen. Ich guck mir ja die Aufnahme an. Ne? Das ist ja jetzt unser großer Bruder. Der große Bruder. Du bist immer da. So, jetzt ist Schluss mit lustig hier. Ja. Ah, es ist nass. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ey, jetzt hört mal auf. Es ist wirklich sehr feucht hier. So. Hier haben wir den kleinen roten Raum, nennen wir es mal. Oder was das auch immer hier darstellen soll. Also die Wände, sie sind hier wirklich komplett knallrot, was man natürlich jetzt durch den Nachtsichtmodus nicht sieht. Ist aber ganz interessant, weil man kann hier die Tür zumachen. Und aber dafür müsste wirklich der Regen jetzt irgendwann mal aufhören, damit man auch nachher was versteht. Ne? Weil sonst hört man wirklich nachher nur den Regen und hat halt leider keine EVP-Aufnahmen. Ja, ich wäre natürlich ganz gerne mit den Mädels jetzt zusammen den Rundgang. Also ich hätte ganz gerne den Rundgang mit den Mädels noch zusammen gemacht. Na gut, man kann ja nicht von denen alles erwarten, ne? So, jetzt gucke ich mal, wo ich hier am besten hergehe. Wo willst du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. Ach ja. Ich halte dich. Such dich Nord, Ost, Süd und West. Da ist er doch schon wieder, du. Ich komme hier nicht runter. Um dich anzuflehen, nicht vorzugehen. Ja, ich gehe jetzt mal von der anderen Seite runter.
Ich versuche mal mein Glück hier runter zu gehen. Also ich gehe jetzt im Prinzip von hinten. Hört ihr mich noch? Also ich bin jetzt im Prinzip unter euch. Sprich mal, ohne Walkie-Talkie. Ich bin im Prinzip jetzt unter euch. Und, konntet ihr mich hören? Hört mal nicht, das ist schon mal gut. Ja, hier haben wir noch einen weiteren Raum. Das war nochmal mit zum Kaminzimmer. Sind jetzt unter Maria und Sarah, also sind direkt über uns. Ja, ich will auch jetzt nicht hier zu lange jetzt hier rumrennen. Ich will nur einfach nochmal schnell schauen, wo was einsturzgefährdend ist und wo nicht. So. Hier muss ich jetzt wirklich aufpassen, weil hier sind überall Löcher. Nicht, dass ich mich gleich hier irgendwo hinlege. Tja, das bringt nichts. Wir müssen noch ein bisschen den Regen abwarten. Es hat keinen Sinn hier, das. Ich fühle mich irgendwie gerade so ein bisschen alleine hier. Hier unten, ne? Aber wo ich unten drin war, nicht, ne? Nee. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, weil ich habe euch nämlich auch nicht gehört. Ja, der Regen wird doch immer weniger. Also ich würde fast meinen, dass dann vielleicht einer in den kleinen Raum hinten geht. Schon gut. Einer bleibt hier. Und einer geht unten. Zum Beispiel, so könnten wir uns dann aufteilen erstmal. Vielleicht ist dann bis dann auch der Regen komplett weg. Dann können wir auch hinten rüber gehen, wo noch der Turm ist. Aber das hat jetzt keinen Sinn, die ganze Zeit hier in dem Regen mit den Kameras durchzulaufen. Weil leer sind sie kaputt. Ja. Und das muss nicht sein. Ja, nachdem ich dann endlich meine Kamera fertig hatte, bin ich dann erstmal in den oberen Bereich, um ein paar Videoaufnahmen zu machen, wo ich dann leider nicht wirklich ungestört war. Nicht nur vom Regen, sondern auch von einer gewissen Madame. Ja, von meiner schönen Gesangseinlage. War natürlich auch mal wieder sehr, sehr lustig gewesen, das ja, Singen von der Sarah zu hören durchs Walkie-Talkie. War mir sich erst ein bisschen erschreckt, aber naja. Ja, bin dann ein bisschen weiter runtergegangen im unteren Bereich und wollte eigentlich noch in den Treppenaufgang, weil das Gelände ist eigentlich sowas von riesig. Man kann so viele Dinge da machen an verschiedenen Stellen, nur leider war der Regen mal wieder da gewesen. Er hört auf, ist wieder da, hört wieder auf. War halt irgendwann so nervig gewesen, dass ich dann wieder zu euch noch umgekommen bin. Ne? Haben dann wieder gewartet, bis es aufhört, wo wir uns dann letztendlich es endlich geschafft haben, uns aufzuteilen. Meine läuft auch, ne? Ja. Okay. Ich gehe dann runter, ne? In das andere Kaminzimmer. Gut. Wenn ihr soweit seid, dann
Machen wir nochmal einen kurzen Check? Ja. Genau. So. Warte da noch. Ja. Da hinten. Hier mal Mist rum. So. Keine Ahnung, was das mal war, ob das mal so ein Lagerraum war oder so. Schon. Und hier sonst eine Lücke. Ja, ich denke, wir gucken mal, ob wir hier irgendwie einen Kontakt herstellen können. Ich ziehe die Tür mal ein bisschen bei. Jetzt noch das Wörterprogramm hinzu. Na, also heute ist irgendwie der Wurm drin. Klappt nicht so, wie wir das hier alles wollen. Nein, ich möchte kein Internet anmachen. Och Mensch, was ist denn heute los? So, ich bin soweit, denke ich. Ich habe sogar Mücken mit hier in diesen Raum geschleppt. Ey, unglaublich. Alles klar, dann viel Spaß beim Blutsaugen und schönen Start. Den wünsche ich dir auch. Warten wir noch auf unsere Nähchen. Genau. Sollte dann jetzt gleich auch in meinem Raum drin sein. Halt, okay. Halt. Whoop. Hier in dem Raum drin. Hört ihr diese Mücken? Boah, die Viecher nerven. Hier ist alles voll, alles. Und dann regnet. Alter! Oh, hier ist ein Loch. Ja, aber mir ist alles okay. Ich habe halt nur die Knicks in der Hand. Ja klar, ich hab's nur gerade bei dir unten Polter gehört, deswegen hab ich gedacht, du wärst irgendwie hingeflogen oder so. Ja, ich bin hier gerade so halbwegs über so Fußleisten fast drüber geflogen, ja. Nur eine Bitte, ich habe mich gerade voll erschreckt, als das Walkie-Talkie anging, ne? René, schneide das bitte raus. Ich kann das nicht mal können lassen. Was? Okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Also ich würde dann jetzt auch gucken, wo ich hin ich die Kamera positioniere und würde dann auch starten. Okay, ich auch. So. Sind wir alle verteilt. Dann kann ich auch endlich starten. Soweit. Ja, das war wohl die ungeplante Walkie-Talkie-Rache-Aktion. Wäre das nicht schon genug gewesen, dann dieser Regen und diese Mücken. Ne? Ohne Witz, diese Mücken, die waren so nervig. Ich habe zu Hause mal durchgezählt, ich hatte 16 Insektenstiche. 16. Ja. 16. Hast du nicht zu mir gesagt, ich wäre nicht so süß? Und jetzt willst du sagen, du süß bist, ja. Oder was? Merkst du selber, ne? Ja. Ja, ich hatte ja die Sarah angefunkt. Das fand sie ja dann nicht so toll.
Und ich wusste, obwohl ich eigentlich nur mit René ansprechen wollte. Ich wusste auch, dass du das nicht rausschneidest. Ich wusste es einfach. Nein, du schneidest sowas nicht raus, gerade weil du dich schon so richtig schön erschreckt hast in dem Moment. Ja. Aber hast du gut abgelenkt mit dem Loch? Hast du da noch ein Loch gehört? Hast du da eigentlich schon drin gefunden? Hast du reingeguckt? Oder? Nee. Ich habe reingeguckt, aber gefunden habe ich nichts. Dann stell dir mal vor, der wäre ja. Ja. Dann wäre ich nach Hause gelaufen, glaube ich. Ja, ja, du hast mit den Dowsing Rods umgestartet. Genau, ich hatte mit den Dowsing Rods gestartet. Ja, hatte hinten noch das K2 Meter auf dem Kamin stehen gehabt. Und ja, habe versucht, die Kommunikation damit aufzubauen. Ja. Du hattest, glaube ich, Kinect dabei. Ich hatte die Kinect unten dabei gehabt und das digitale K2 Meter bzw. ein EMF-Gerät. Ja, bei mir lief auch nicht irgendwie alles rund. Ich weiß nicht, da ist das Internet angegangen, dann wieder abgestürzt und habe dann im Endeffekt komplett alles down gemacht, hat wirklich nur noch die Kinect lief und das Wörterprogramm habe ich noch hinzugeholt, was ziemlich direkt zu Beginn schon interessant wurde. Nur mit diesem Malheur hat irgendwie nicht aufgehört, weil da ist nämlich danach noch was passiert. Ich habe es aber auch nicht rein. Ja, du hattest mit dem K2 Meter und mit EVP in dem... Genau, ganz klassisch. Habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Also ich habe zwar wahrgenommen, dass da irgendwie die EVP... Also ich habe die gehört, aber ich dachte, Maria wäre das, weil die ja unmittelbar bei mir in der Nähe war. Und die K2 Meter Ausschläge habe ich da vor Ort gar nicht mitbekommen. Ja, ich habe es auch erst bei den Auswertungen gesehen, beziehungsweise du hast sie gesehen, ja, bei den Auswertungen, genau, ne? Bei den ersten Videoaufnahmen. Genau, bei unserem... ersten gucken. Genau. Wir nehmen das ja immer vorher noch mal so ein bisschen ab und gucken, was da für Aufnahmen entstanden sind. Ja. Und da habe ich dann halt deinen Ausschlag gesehen. Mhm. Genau. Wie Ausschlag. Der Ausschlag. Ja, musstest du wieder Austern essen. Genau. So, ich mache jetzt mal gerade noch das EVP-Gerät an. Alles okay da unten? Ja. Mein Name ist Sarah. Schon wieder. Ich habe noch zwei Freunde mitgebracht. Die Maria, die ist hier nebenan. Und den René, der müsste irgendwo hier unten drunter sein. Ist denn zufällig jemand hier? Der mit uns sprechen möchte? Oder mit mir sprechen möchte. Schau mal, ich habe hier ein Gerät in der Hand, in der rechten. Wenn du dich auf dieses Gerät zubewegst, dann leuchten diese Lämpchen hier auf. Und dann weiß ich, dass du hier bist. Möchtest du das mal versuchen? Ich habe auch hier ein Mikrofon hängen. Da kannst du mir was reinsprechen. Das hören wir jetzt allerdings nicht hier genau vor Ort. Das müssen wir dann zu Hause. Bei den Auswertungen hören wir das erst. Aber das kannst du auch gerne machen, wenn du möchtest. Aber mich juckt's überall. Ja,
ich starte mit normalen Fragen. Ist mein Name Maria? Ja. Haben wir draußen Sonnenschein? Nein. Sehr gut. Ist jemand hier, der mit mir sprechen möchte? Okay, das kannst du einmal über meine Routen machen. Ich habe da hinten auch zwei Geräte. Wenn du dich den Geräten näherst, geht einmal ein Ton an und verschiedene Lichter. Die einen Lichter kann ich nicht sehen, wenn ich im Rücken dazu stehe. Allerdings würde ich es hören, dadurch, dass das andere Gerät unmittelbar daneben steht. Ja, dann würde ich einfach mal mit den Fragen beginnen und schauen, welche Antworten kommen. Das war eine Eule. Okay, ja. Ich bin jetzt im Prinzip hier unten in dem unteren Kaminzimmer. Die Maria ist ein Stückchen weiter ober mir und die Sarah ist hinten in dem anderen Raum. Und die anderen beiden haben schon gestartet. Ich starte jetzt hier unten mit der Kinect und mit dem digitalen K2-Meter. Und ja, ich muss leider immer wieder erwähnen, ich weiß nicht, heute ist irgendwie der Wurm drin, also irgendwie läuft hier heute alles ein bisschen schief und mir ist gerade eben auch dreimal die Kamera runtergefallen. Und ich kann dann jetzt endlich mal hier in Ruhe starten. Okay, ich habe noch nicht mal eine Frage gestellt und da oben auf dem Kamin sitzt was drauf. Okay. Clean, säubern, okay. Ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin der René und bin heute mit meinen Teamkollegen hingekommen. Ach, die Kinect stört ein bisschen. Ich gehe mal ein Stückchen rüber, nicht dass die Kinect so viel stört. Ah, jetzt ist es auch wieder weg. Okay, ein Stückchen wieder näher. An dieselbe Stelle zurück. Ja, wie gesagt, ich bin der René und ich bin heute meinen zwei Teamkollegen hier hingekommen mit Sarah und Maria, um mit euch eine Kommunikation hier aufzubauen. Und ja, ich habe dich ja anscheinend gerade schon gesehen, auf dem Kamin oben sitzen und mit einer Ansage bzw. mit einem Wort clean, also säubern. Kannst du mir noch was dazu sagen? Beziehungsweise wo du jetzt bist, weil ich kann dich jetzt nicht mehr sehen. Goodbye, tschüss. Okay. Soll ich nicht hier sein? Magst du nicht, dass ich mit dir hier spreche in dem Raum? Kann das sein? Gerät bei mir in der Hand mit einem grünen Punkt, da kannst du dich auch gerne drauf zubewegen oder dies berühren, dann weiß ich auch, dass du hier bei mir in der Nähe bist. Da war gerade auch wieder was gewesen und das ist aber Cage, also Käfig. Hinten steht was. Draußen. Okay. Da hinten draußen steht was. Das ist wieder weg. Da ist es. Da. Das ist kein Türrahmen und auch kein Balken oder sowas in der Art.
Ja, nachdem ich es dann endlich mal geschafft habe, dass die Kamera auch stehen bleibt, ohne dass sie mal runterfällt. Also ich glaube, zwei oder dreimal ist die Kamera mir runtergefallen. Gott sei Dank ist nichts passiert und sie lief dann weiterhin. Ja, war sehr interessant, dass die Kinect direkt zu Beginn oben am Kamin was eingefangen hat. Wobei man wieder wirklich sehr aufpassen muss. Die Kinect ist wirklich bekannt dafür, dass sie ziemlich schnell mal was fehlinterpretiert. Deswegen habe ich mich nachher auch dann umgedreht und bin mal in diesen anderen Raum, beziehungsweise habe in den anderen Raum reingefilmt. Ja, da war direkt auch was gewesen. Das Zusammenspiel mit dem Wörterprogramm war hier auch wieder sehr interessant und auch plausibel, was da für Wörter auch rauskamen. Käfig und in dem Moment, wo ich darüber bin, blinzeln war es, glaube ich, gewesen und zwinkern. Und ich kann dich jetzt nicht mehr sehen, kam Goodbye. Stimmt, Goodbye kam auch noch. Und ganz am Anfang kam ja Hide, ne? Also Verstecken. Ja. Ne? Und ja, letztendlich kam es uns auch irgendwann so vor, als wäre das wie so ein Verstecken-Fangspiel. Kannst du mir vielleicht sagen, was das hier mal für ein Raum war? Sieht so ein bisschen nach Aufenthaltsraum aus. Nicht Aufenthaltsraum, nach Aufbewahrungsraum. Ist das richtig? Oder Lagerraum, wurden hier vielleicht Lebensmittel gelagert? Ist denn jemand hier? Du brauchst keine Angst zu haben. Wir würden nur gerne eine Kommunikation mit dir aufbauen. Wir wollen dir gar nichts Böses. Vielleicht ein bisschen über dich erfahren. Oder über dieses wunderschöne Hotel. An alten Bildern konnte ich sehen, dass das wirklich mal sehr schön gewesen sein muss hier. Ist ja schon eine ganze Weile leer sein. Dementsprechend ist auch schon vieles hier kaputt. Die Natur hat sich schon vieles zurückgeholt. Bist du Sophia? Ja. Hallo Sophia, schön, dass du auch hier bist. Möchtest du mir helfen bei meiner Kommunikation? Ja, okay, danke schön. Sophia, ist außer dir noch jemand hier, der mit mir reden möchte? Ja. Wird die Kommunikation über dich stattfinden? Ja. Okay. Ich habe dauernd das Gefühl, hier steht jemand neben mir. Bist du das, Sophia, die neben mir steht? Ja. Okay. Da. Okay. Was ist dort? Ist da noch jemand?
Okay. Das Donner kommt so ein bisschen wieder näher. Sophia, ist noch jemand hier, der mit mir reden möchte, außer dir? Nein. Okay. Ja, ich habe mit der Routensession angefangen. Hatte erst die ganz normalen Fragen gestellt, wie die ich immer stelle. Und merkte dann, dass nicht wirklich viel Rückmeldung kommt und hatte dann versucht, mit Sophie zu reden. Ich weiß nicht, warum ich Sophia gesagt habe. Ich meinte natürlich unsere Sophie. Irgendwie hatte ich an diesem Abend einen Hänger, aber ich glaube, das lag einfach an der Gegebenheit, dass es einfach dieses Unwetter da war und wir nicht wussten, wie uns geschieht. Ja, Bella hatte sich ins Land der Träume begeben, wie eigentlich so gut wie immer. Sie hat sich von dem Unwetter nicht beunruhigen lassen und hat sich ziemlich schnell hingelegt und ja, die Ruhe gesucht. ich hatte auch an der einen Stelle andauernd das Gefühl, da würde jemand neben mir stehen. Und ja, war ein merkwürdiges Gefühl. Ich hatte erst so gedacht, okay, vielleicht kommt es dadurch, dass die Fensterläden ja offen waren, dass es vielleicht daher kommt. Aber das Gefühl, es war halt eher so, als würde es direkt neben dem Kamin stehen, also nicht vor dem offenen Fensterladen, sodass man das Gefühl hat, das würde daher kommen. Kannst du mal zu mir hier rüberkommen? Wäre das möglich? Die Taschenlampe holen. Die ist immer hier an derselben Stelle. Zeigt sich da was? Have, haben. Hier zeigt es sich jetzt nicht mehr, aber hinten war es gerade eben eindeutig zu sehen. Was ist denn da hinten? Ja, da ist aber auch kein Balken. Kein Balken und auch nicht wirklich ein Türrahmen. Jackie. Ist dein Name Jackie? Kann das sein? Nimm mal die Taschenlampe dazu, damit ich auch mal was sehe. Natürlich jetzt echt blöd, dass ich jetzt... Kinect und Kamera geht nicht gleichzeitig. Da ist es... Boah, hab ich mich jetzt erschreckt. Da ist es wieder. Guck mal, ich kann nicht ganz genau sehen auf der Kamera. Magst du nicht mal zu mir rüberkommen? Kiss, küssen. Okay. Ja, jetzt ist es auch die ganze Zeit drauf. Mal gucken, ob ich das Wörterprogramm hier oben in die Ecke mal reinziehen kann. Jetzt ist es wieder weg. Jetzt ist es wieder weg. Magst du nicht, dass ich dich filme? Kann das sein? War der Raum hier früher schon ganz schwarz? Was war das? Ach, okay. Ich denke, das hier macht nicht viel Sinn. Aber ich vermute, das war so ein Lagerraum. Und weiß ich nicht, ich würde mich ja auch nicht freiwillig drin aufhalten, glaube ich. Ja.
Möchtest du mit mir reden, Sophia? Sarah? Ja? Kommst du wieder zurück? Ich hab da gar nichts. Gar nichts? Nichts. Ja, dann bleibst du bei mir. Mama zusammen. Vielleicht gucken wir einfach mal, ob Sophia vielleicht auch mit dir reden möchte. Dann kannst du ja auch die Fragen stellen. Sophia, bist du hier? Zögerlich. Aber ja. Okay. Bella liegt wieder sehr unruhig. Die Sarah ist jetzt dazu gekommen. Wäre es in Ordnung, wenn Sarah dir auch Fragen stellt? Ja, klar. Super. Sophia. Oh, aber. Nee, war am Einpendeln. Alles gut. Kannst du mir vielleicht beantworten, ob der Raum hier neben dran, wo ich eben war, war das ein Lagerraum? Kann das sein? Nein. Okay. Kannst du mir das nicht beantworten? Ich glaube, das ist schwierig zu beantworten. Ja. Kannst du uns nicht sagen, ob es so ist oder nicht so ist? Weißt du, was das hier nebenan für ein Raum war? Ja. Okay. So, hier war dann jetzt die besagte Stelle, die ich eben schon mal erwähnt habe, mit den Katzometer-Ausschlägen, die ich aber nicht gesehen habe. Und daraufhin bin ich dann rüber zu Maria gegangen. Im Nachhinein, als wir uns die Auswertungen angeschaut haben, habe ich dann gedacht, wärst du vielleicht doch noch ein bisschen länger drin geblieben. Vielleicht hätte sich noch was ergeben, aber da steckt man halt nicht drin. Ja, zumal es ja auch so ist, ne? Der Regen war da, der Uhu war da. Ja. Und das lenkt einen ja auch so ein bisschen alles ab. Ne? Also das kann immer mal passieren, kann bei allen passieren. Und ja, dafür haben wir dann zusammen weitergemacht. Ja. Das ist jetzt wirklich interessant hier, weil das ist Corner. Es ist wie gesagt kein Balken und auch kein Türrahmen oder sowas, wo ich jetzt zum ersten Mal sagen könnte, okay, das ist jetzt eine Interpretation, eine Fehlinterpretation von der Kinect an sich. Also, echt seltsam. Da ist der Donner wieder. Ich werde jetzt mal die... Also ich müsste mich jetzt genau im Prinzip an der Stelle befinden, wo die Kinect was gesehen hat. Also im Prinzip genau da hinten, aber es ist jetzt nicht mehr da. Es ist weg. Aber gut, ich habe ja auch gerade eben kurz das Wort bekommen, goodbye. Und jetzt continued. Also warte mal, da ist es wieder. Da war es gerade wieder gewesen. Kannst du das Gerät, was da auf der Fensterbank ist, mit dem grünen Punkt, kannst du das mal berühren? Es gibt doch dann einen Ton ab, wenn du dich dem Gerät näherst. Da ist es wieder. Da ist es. Kannst du das mal berühren? Probier es mal. Die Stechmücken sind echt übel hier.
Kannst du das mal ganz kurz berühren? Wäre das möglich? Probier es mal ganz kurz zu berühren. Es scheint etwas oben zu sein. Elektrik. Okay. Ja, das ist Elektrik. Das wird wirklich, also tatsächlich mit Strom wird das gemacht. Also diese Lampe, die du da siehst. Berühr sie mal. Nimm mal deine ganze Kraft zusammen. Versuch's mal zu berühren. Das ist wirklich interessant jetzt hier. Also ich glaube, ich werde dann auf jeden Fall nachher nochmal mit den Mädels hier nochmal runtergehen. Und vielleicht hier mal eine Session machen, eine Portalsession gegebenenfalls. Versuch's mal zu berühren. Also ich glaube, mit den Stechmücken hier sind wir morgen komplett durchgestochen. Jetzt ist es wieder weg. Celebration. Jetzt ist es wieder da. Celebration, ja, Überraschung. Das ist ja der Wahnsinn. Willst du mit mir spielen? Kann das sein? Willst du mit mir spielen? Vielleicht hat diese gewisse Seele auch... Ich weiß nicht. Vielleicht Angst oder noch nicht das Vertrauen zu uns. Also ich würde ganz gerne irgendwie mit den Mädels hier was machen. Das interessiert mich ja jetzt schon so. Möchtest du über diese Location, die wir hier gerade besuchen, möchtest du über diese Location reden? Ja, langsam aber, ja. Okay. Guck mal, die Sarah hat auch so ein Gerät in der Hand, Sophia. Möchtest du dich dem Gerät vielleicht mal kurz nähern, dass wir auch sicher sind, dass du hier bist? Oder uns ein weiterer Hinweis gibst, dass du hier bist. Möchtest du dich dem mal nähern? Nein. Das K2, das ist echt der Wahnsinn. Das kommt über die Dowsing Rods immer. Nein. War das jetzt wieder ein Blitz? Was war das? Ich habe keine Ahnung. Bist du in Ordnung? René? Nee. René? Ja, es ist alles okay. Ja, aber wie kannst du wie so ein Schreien gehört haben? Nee, ich bin hier die ganze Zeit unten im Kamin. Wie weit seid ihr? Wir haben halt nicht wirklich mit jemandem Kontakt aufbauen. Wir hatten Kontakt mit Sophie. Und haben da ein paar Fragen gestellt, aber so wirklich viel haben wir jetzt irgendwie nicht. Also ich habe hier die ganze Zeit was auf der Kinect drauf. Okay. Die Sarah ist auch jetzt zu mir rübergekommen, weil die da so gut wie gar nichts hatte, oder gar nichts besser gesagt. Deswegen ist sie jetzt zu mir rübergekommen, aber das Gewitter kommt auch immer näher, ne? Also wir haben hier die Blitze direkt vor der Tür im Prinzip. Ja, ich höre es auch die ganze Zeit. Ja, ja. Wow. Ja, ihr hört es auch. Ihr hört es auch. Also hier kam gerade auf dem Wörterprogramm hier, also hören. Okay, möchtest du vielleicht mit hier hochkommen? Ich komme jetzt auf jeden Fall mal hoch. Ich lasse die Kinect aber hier unten stehen, weil das ist wirklich sehr interessant. Ich habe nämlich das Gefühl, dass diese Seele, mit der ich mich hier gerade, oder unter anderem mit dieser Seele, mit der ich mich hier befinde, anscheinend noch nicht so wirklich das Vertrauen hat, weil die kommt auch nicht zu mir rüber. Und das digitale EMF-Gerät steht da hinten auch.
Aber die Antworten über das Wörterprogramm, die sind wirklich Hammer, weil vorhin war kurz goodbye und dann kam wieder continue und dann war es auf einmal weg gewesen auf der Kinect und dann kam celebration und dann war es wieder da. Also Überraschung. Gut. Ja, dann warten wir mal auf den. Würde ich auch sagen. Nee. Ich bedanke mich trotzdem mal bei Sophie. Sophie, wir wurden jetzt wieder mal unterbrochen wegen einem Schreien oder was auch immer das war. Ja, starke Donner. Wir bedanken uns für das kurze Gespräch. Vielleicht können wir später noch mal darauf eingehen. Sobald René da ist, vielleicht noch mal kurz das Gespräch suchen. Aber erstmal bedanken wir uns und schön wieder was von dir zu hören. Danke. Danke, Sophie. Ja, super. Okay, also ich lasse das Gerät jetzt hier stehen, worauf ich dich sehen kann. Und vielleicht hinten das andere Gerät steht auch noch da, ne, mit dem grünen Punkt. Sieben. Und ja, wenn du magst, kannst du auch ruhig ein bisschen näher kommen. Ich würde dann jetzt den Raum hier verlassen. Eine offene Kommunikation mit uns fortzuführen. Ja, ich gehe jetzt erstmal hoch zum Raum. Kannst dich ja mit dem Gerät vertraut machen. Und das andere Gerät steht ja auf der Fensterbank. Und ich würde dann gleich mit den anderen beiden nochmal hier runterkommen. Lass mich jetzt aber hin. So, ich gehe jetzt hier unten raus. Ich komme dann jetzt hoch wieder zu euch. Okay, wir warten. Ja, es ist natürlich jetzt wieder am Regnen und das Gewitter kommt wieder zurück. Ja, wie man sieht und wie man hört. Blitz war da, wahrscheinlich kommt jetzt gleich auch noch der Donner. Leiser. Wow. Wahnsinn. Eine Untersuchung mitten bei Gewitter. Auch gut. Und immer irgendwas dazwischen kam. Ja, und jetzt kommt das Gewitter wieder, aber ich will mich aber auch nicht wirklich jetzt hier beirren lassen. Naja, wir können jetzt nicht einfach hier weitermachen, wenn der Donner dauert. Nee, wir müssen wieder warten. Wir müssen wieder warten und dann einfach schauen. Ne, Kinect unten läuft ja noch. Ich würde dann ganz gerne gleich mit euch zusammen mal runtergehen. Wenn es dann gleich ein bisschen besser geworden ist. Bella, was hast du dazu? Bella, was hast du dazu? Hm? Hat sich eben erst wieder hingelegt. Schätzi. Dich stört auch gar nichts, ne? Nee. Nee. Nur nicht mal der Donner stört dich, ne? Kommt, das nicht so. Ja, dann warten wir jetzt wieder. Es ist wirklich wie verhext heute. Ja, es ist, man fängt gerade an, dann geht es wieder los, ne? Ja. Naja, wir warten jetzt mal ab. Genau. Ich würde sagen, den ersten Schwall lassen wir jetzt erstmal wieder durchlaufen. Genau, und dann machen wir weiter. Und dann, Donner, das hat ja keinen Sinn. Nee, dann gehen wir wieder runter. Dann würde ich ganz unten nochmal weitermachen. Ja. Und dann schauen wir nochmal weiter. Genau. Ja, weiterhin mit der Kinect unten immer wieder versucht. Trotz alledem, wie ich am Anfang schon erwähnt hatte, was sich da oben am Kamin gezeigt hat. Man muss wirklich aufpassen, dass da nicht irgendwas fehlinterpretiert wird von der Kinect. Aber man hatte hier einen Balken, Zwischenraum und wieder einen Balken gehabt. Und was sich da auf der Kinect gezeigt hat, war in dem Zwischenraum, also nicht der Balken an sich. Ja, trotz alledem, das Wörterprogramm hat dermaßen plausible Wörter rausgeschmissen, wo ich mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr sicher war, ist es jetzt was Paranormales oder nicht. Da ich es aber so interessant fand, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht sollten wir hier später nochmal weitermachen. Und ja, das Gewitter wurde wieder mehr. Ne? Ja. Donner, Blitz ohne Ende. Also es war, wie wir schon gesagt haben, einfach verhext an diesem Abend. Es hat aufgehört, wieder angefangen. Ja. Und es hat ständig gekreist um uns. Ne? Also richtig. Es hat gerade aufgehört oder wurde weniger und dann wurde es auf der anderen Seite schon wieder mehr. Genau. Also es war ununterbrochen über uns. Ja. Und,
ja, dann bleibt uns einfach nichts anderes übrig, als dann wieder Pause zu machen, weil man irgendwann einfach nichts mehr versteht. Also es hat gar keinen Sinn, da eine EVP-Session zu machen oder mit dem Portal oder sonst irgendwas, weil man einfach nichts versteht. Ja, auch die Konzentration lässt dadurch auch nach. Das auf jeden Fall. Aber was diesmal sehr, sehr zugute gekommen ist bei uns, war das Rauschen. Was braucht man für gute EVP-Aufnahmen? Ja. Ein weißes Rauschen. So, und durch diesen Regen und diese Regentropfen, es gibt ja auch die ja, Tropfentechnik oder Wassertechnik, und damit kann man wirklich sehr, sehr gute EVPs einfangen. Und bei den Auswertungen, also es war schon wirklich Wahnsinn gewesen, was wir da diesmal eingefangen haben. Ja. Ja, im Endeffekt haben wir dann gewartet, und als dann irgendwann das Gewitter meinte, dann wieder aufzuhören, haben wir uns das Portal geschnappt und sind da runter, wo ich zuvor mit der Kinect war. Aber warte mal kurz, eine Frage habe ich an dich. Warum hast du da unten so rumgetänzelt? Das war der Kampf mit den Stechmücken. Stechmücken, ja. Also das war bei mir genauso unten wie bei euch gewesen. Ne? Also die Stechmücken, die waren so viel, man sieht es ja auch teilweise auf dem Bildschirm, die fliegen, die Stechmücken, die Schnaken, die da rumfliegen. Und ich bin ja auch die ganze Zeit an mir am Rumschlagen gewesen. Das hat halt einfach nicht aufgehört. Ne? Und das war der Stechmückentanz gewesen. Ah ja, okay. Ja. Ja, cool. Klappt alles? Ja. Bella. Bella, komm. Nicht vorgehen, ne? Ich geh schon vor. Ja, wie man hört, Regen ist immer noch da. Donner wird auch nicht besser. Ja. Genau da. Ja? Okay. Und ist immer noch drauf. Die ganze Zeit, also es ist schon ein bisschen seltsam. Weiß natürlich jetzt nicht, ob die dann irgendwann jetzt mal weggegangen ist oder nicht. Das müssen wir uns dann nachher mal auf den Aufnahmen anschauen. Aber es ist schon wirklich interessant. Ja, da bin ich echt wohl. Was kam da jetzt? Was war? Mensch. Okay. Weil du hast da einen Balken und da so einen Balken von dem Türrahmen. Und das ist genau dazwischen. Dazwischen ist das. Als wenn das so da in diesem Türrahmen drin hängen würde. Ne? Sitze. Kleine Experiment, was wir auf dem großen Teil vorhatten, was leider nicht funktioniert hat. Mit den Walkie-Talkies. Wir haben jetzt letztes Mal auch ein EVP-Gerät oben stehen gelassen und das Walkie-Talkie und Transformator. Und gleich mal, vielleicht macht sich ja auch etwas oben dadurch bemerkbar. Schauen wir mal, dass das. Was war das? Was? Juwel? Okay. Bella vielleicht als Juwel? Ja, wer weiß, möglich ist alles, ne? Nein. Ja. Ich würde sagen. Tun wir das Portal mal hier aufbauen. Schauen wir mal, ob wir mit einer Portal-Session hier noch was rausbekommen. Mhm. Genau. Darling? Nee, Turning. Okay. Ist sie sich immer noch da bewegt oder sowas? Schluss.
Bella, was ist los? Hm? Ja, da hinten, dieses Couchstück, das gibt ihr keinen Hunger. Ach so. Naja, tu mal was hier von Karte kommen. Einfach. Dann schauen wir mal, was da aus dem Wetterprogramm noch mit rauskommt. Ne? Ja. Rocky Talk ist ja oben auch an. Schauen wir mal, vielleicht kommt ihr da auch noch was an Rückmeldung durch. Ne? Mhm. So, hier kam der René dann auf eine ganz interessante Idee. Wir hatten oben die Kamera angelassen und haben ein Walkie-Talkie auf den Kamin gestellt. Und eins haben wir mit runtergenommen. Und der René wollte versuchen, irgendwie über die Walkie-Talkies Rückmeldungen zu bekommen. Das war ganz interessant. Werdet ihr gleich noch was zu sehen? Jetzt hatte ich... Also da fing so eine Phase an, wo ich... Für mich persönlich, ich kann nicht erklären, woran es gelegen hat, aber ich hatte plötzlich ein ganz ungutes Gefühl, so location-mäßig. Und vom Bauchgefühl her hatte ich irgendwie, ich hatte die Vermutung, dass da noch irgendwas passieren wird. Also da fing es an bei mir, dass ich irgendwie mich nicht mehr wohl gefühlt habe. Das hat ihr ja jedes Mal, ne? Ja. Und Bella hat sich dir auch angeschlossen. Sie ja. war ja auch ganz unruhig ja. und hat die ganze Zeit rumgefiepst. Ja. Wir haben vor Ort gedacht, es würde an diesem kleinen Sesselstück liegen. Haben aber dann bei den Auswertungen gesehen, dass sie gar nicht auf den Sessel geschaut hat. Sie hat eher so an Sarah vorbeigeschaut. Und da haben wir uns auch ein bisschen drüber gewundert. Leider fing das Gewitter dann wieder in dem Moment an, wo wir die Portalsession gestartet haben. Daran lag es aber definitiv nicht, dass die Bella unruhig war, weil man hat sie ja auch... Das war ja schon vorher. Nee, man hat sie ja auch, man hat sie auch oben gesehen, dass das Gewitter sie gar nicht stört. Ja, ne? Nee. Die war total unruhig ja. gewesen. Ja. Ne? Kinect haben wir dann auch irgendwann da mal ausgemacht, weil es war ein bisschen seltsam gewesen, dass diese Gestalt, die sich auf der Kinect gezeigt hat, die ganze Zeit da war. Deswegen... auch bei den Auswertungen haben wir gesehen, das hat sich überhaupt nicht mehr wirklich bewegt. Ja. Aber die Aufklärung, die kommt dann wirklich am Ende der Episode. Ja, trotz alledem haben wir trotz der Lautstärke das Portal angemacht, haben es versucht. Und da ist auch ein ganz komisches Phänomen aufgetaucht, was wir so noch nie wirklich erlebt haben. Nee. Das hört sich an wie eine Dauerschleife. Das hört sich voll komisch an. Es hört sich an, es wird immer das Gleiche kommen. Hunting! Was? Hunting! Hunting, ja? Ja. Okay, willst du uns jagen? Weil ich hatte gerade eben kurz, hab ich ja gehabt, vom Leben mit bei. Ne? Das Wetter ist immer noch kalt. Und es regnet wie verrückt. Ja. Also so eine Untersuchung haben wir auch noch nicht gehabt. Das ist wirklich Hammer. Aber kommt die ganze Zeit nur Bella durch, ne? Aber ich hab das Gefühl, als wäre das eine Dauerschleife. Oh.
Mach mal die Kinect an jeder Stelle mal aus. Ich darf jetzt mal kurz auf den Fall laufen. Komm, komm! Kommen. Kommen. Wohin sollen wir denn kommen? Da ist ja draußen ein Hund. Ein Hund? Ein Hund gerade werden wir. Ja, haben wir. Ja. Willst du mal aufmachen? Mach mal auf. Entweder redet da jemand? Ja. Hallo? Sicher, weil der Regen so extrem laut ist. Bei dem Hund höre ich nicht mehr, aber es stört. Die ganze Zeit wird jemand reden, aber voll laut. Hallo, ist da oben jemand? Kannst du? Leck. Leck. Leck? Oder? Ist da oben jemand? Gefangen im Unwetter auf einer Location. Wenn da oben jemand ist. Kannst du mal bitte eins der Geräte zur Ruhe holen? Kannst du uns mal irgendeinen Hinweis geben, dass du da oben bist in dem Zimmer? Weil wir haben gerade eben klar und deutlich gehört, dass da jemand am Reden ist. Da, hast du es gehört? Voll laut. Voll laut, als würde da gerade jemand reden. Hast du auch gehört, Sarah? Ja, das ist eine Dose oder sowas. Es hat sich gerade volle, aber richtig laut angehört, als würde da jemand reden. Hallo, ist da oben jemand im Kaminzimmer?
weil wir sind genau unter dir. Schon heftig der Donner, ne? Ja, auch der Regen, da kommt ordentlich was an. Ja, ja, das ist schon heftig. Okay, ein letzter Versuch. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn du von oben irgendwie ein Geräusch machen könntest oder dich anderweitig bemerkbar machen würdest. Versuch es einfach mal. Wir sind direkt unter dir. Bella, Schatz, alles okay? Nein. Ja. Boah. Was? Boah. Wird doch auch irgendwie immer unruhiger. Ja. So total, total unruhig. Als. Bei Sarah ist es immer so, wenn sie unruhig wird, dann wird sie ganz still. Den wirst du dann nicht mehr. Ja, jetzt musst du heute so still, weil ich nichts verstehe. Ja, das ist mit dem Portal tatsächlich hier unten so, also du verstehst wirklich gar nichts, weil durch den Regen, das bringt einfach nichts hier unten. Ja, aber von den Rückmeldungen, wo ich als erstes hier unten war, dieses Goodbye, das ist bei mir gerade irgendwie so im Kopf drin. Ne? Und halt auch das, diese Gestalt, die sich da auf der Kinect gezeigt hat, auch nicht wirklich näher gekommen ist. Ne? Statement, ja. Ja. War das richtige Statement, was ich gerade abgegeben habe? War das richtig, wie ich es erklärt habe, dass wir hier unten nicht erwünscht sind? Sollen wir dich hier unten alleine lassen? Sollen wir besser wieder nach oben gehen? Okay.
Kopf.